Wir treffen uns beim Würstelstandl. Ein Würstelessen ist allem gut. Hallo, grüß dich. Alles in Ordnung? Weil jetzt geht's los mit Brandl trifft. Georg Bardella. Schoss, wir zwei wollen ja beide in den Landtag rein, nicht? Und man sagt dir ja noch, in den letzten 5 Jahren, du bist ein sehr wortgewaltiger Mensch. Jetzt möchte ich fragen, wie viele Mikrofone in den Landtag hast du in den letzten 5 Jahren, sagen wir, zerschmettert mit deiner Stimme? Es ist so, die Arbeitnehmer brauchen eine starke Stimme. Ich habe Gott sei Dank ein sehr lautes Organ. Aber wir haben so moderne Mikrofone und eine super Anlage, die auch eine starke Stimme verträgt. Also eine starke Stimme des Volkes sozusagen. Ja. Ja. Aber ich habe gehört, du bist ja schon im Landtag auch recht volksnah, weil du hast ja auch den Kolleginnen, wenn es einmal grob gefällt hat, mit deinem ureigensten Handwerk, dem Schneiderhandwerk, ausgeholfen. Wie ist das gewesen? Ja, das war so, eine liebe Kollegin hat an ihrem Jackett den Knopf verloren und hat sich dann eigentlich nicht recht zu helfen gewusst. Sie musste sofort zu einer Fernsehrede und dann bin ich halt eingesprungen und habe gesagt, ja Mädel, den Knopf flicke ich dir schon an, besorge mir Nadel und Faden und dann habe ich ihn während der Landtagssitzung angenäht. Das ist natürlich einmalig, dass jemand während der Sitzung sein Handwerk noch einmal praktiziert und dann auch dementsprechend mit gutem Erfolg ausgeführt hat. Na, darf ich aber jetzt auch nicht mehr sagen, dass der Georg Bardella in den letzten 5 Jahren keinen Stich gemacht hat, oder? Nein, das kann man nicht sagen. Also, wenn es um Frauen geht, dann bin ich natürlich bereit, den Stich zu machen. Nicht? Wir sind für Frauen da, wir setzen uns auch für die Gleichstellung ein und wo wir helfen können. Ich habe ja auch einen Helferberuf, ein gewerkschaftlich dort zu helfen, nicht nur im sozialen Bereich, überall, wo Not am Mann oder Frau ist, sind wir da. Aber schau, sagen wir eins, die Arbeitnehmer werben ja mit dem Slogan Anstand und Gerechtigkeit. Aber bis jetzt seid ihr wohl auch anständig gewesen, oder? Ja, es ist so, dass man über die Politik viel schimpft. Und deshalb sagen wir, wir stehen für eine anständige Politik. Wir wollen soziale Gerechtigkeit haben. Und die Südtiroler Volkspartei hat in diesen 5 Jahren ja sehr viel geleistet. Wir haben ein sehr gutes soziales Netz. Wir haben ein gutes Straßennetz. Wir haben gute Berufsschulen. Wir haben schon eine gute Schule. Wir haben gute Krankenhäuser. Wir haben auch im wirtschaftlichen Bereich eine Förderung, sodass praktisch die Handwerkerzonen ausgebaut worden sind. Wir haben eine verhältnismäßig immer noch gute Wirtschaftslage und auch Arbeit. Was wir nicht haben, ist, dass wir die Kaufkraft verloren haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, aber da hat auch das Land jetzt ein Paket geschnürt, den Menschen zu helfen. Und ich glaube, das ist sehr gut so, dass wir alle einsehen, dass wir da sind, miteinander, füreinander die Zukunft zu gestalten. Da kann ich nichts mehr sagen. Ich is jetzt Leimerer Würstel. Danke. Na, wie ist es mit dir?